Liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Besucherinnen und Besucher der H&H, herzlich willkommen auf dem Talksofa am dritten und letzten Tag. Freue ich mich auf meinen nächsten Gast. Und ich finde auch diese Überschrift so wunderbar. Ach, jetzt ist sie weg. Vom Schreiben lesen aus dem Leben einer Strickbuchautorin. Niemand fragt, ob man vom Stricken leben kann, ne? Aber ob man vom Schreiben leben kann, darüber rede ich jetzt mit herzlich willkommen Susanne Oswald. Ich freue mich. Dankeschön, ich mich auch. Bestseller-Autorin, die sich wirklich ihren Traum erfüllt hat, den Traum wahrgemacht hat. Eigentlich in Freiburg geboren. Ja. Ich habe auch mal in Freiburg gewohnt und da hat es mich auch immer zum Meer gezogen, obwohl es doch da so schön ist. Und ja, inzwischen mit ihrem Mann gemeinsam am Strand spazieren zu gehen und dann abends den Tag am Kamin mit Strickzeug auf dem Schoß ausklingen zu lassen. Wir stricken beide. Der Mann auch. Ja. Schreibt der auch? Er könnte. Das ist für sie das Schönste. Aber sie ist mit dem Kopf immer bei ihren Heldinnen und bei ihren Helden und es macht sie einfach glücklich. Ja. Fantasie und Wirklichkeit dann einfach so, ja, zu Geschichten werden zu lassen. Gab es einen Plan B? Nein. Nein. Ich bin Beamtin im gehobenen Dienst gewesen. Boah! Hab dann festgestellt, das halte ich nicht aus. Das geht nicht. Dann bin ich Heilpraktikerin geworden. Mhm. Das war schon eher das, was ich eigentlich wollte. Ich wollte Psychologin werden ursprünglich. Spannend. Und bin dann über das, dann hatte ich 10 Jahre eine eigene Praxis, hatte dann ein bisschen Zeit, konnte mir die Termine so legen, dass, ja, dass ich Schreibzeit habe, weil das mein Traum war von Kindheit an. Ja. Und dann wurde das immer größer. Und dann habe ich das erste Buch, war ein autogenes Training, so ein Grundkurs, weil ich eine Heilpraktikerin war und Lehrerin im autogenen Training. Ja. Und dann habe ich das Buch in der Hand gehabt und habe festgestellt, das war es noch nicht. Ich bin nicht glücklich. Ich habe jetzt zwar ein Buch, ich wollte immer ein Buch, aber es ist noch nicht das, was ich wollte. Es muss noch mehr raus. Und dann bin ich auf die Geschichten und dann habe ich mit Kinderbüchern angefangen, Liebesromane, Krimis. Ich habe dann die Praxis geschlossen, weil ich gesagt habe, ich kann nur, ich habe immer meine Kolleginnen die schreiben und noch einen Job haben. Ja. Oder Job, sagt man so schön. Ja, ja, ja. Und ich dachte immer, boah, habt ihr es gut, ihr habt keine Geldsorgen. Ja. Aber ich konnte es nicht. Ich konnte nur schreiben. Wie toll. Und das habe ich dann gemacht. 9 Jahre habe ich geschrieben, wie verrückt, jeden Auftrag genommen, den ich kriegen konnte, um davon leben zu können. Und nach 9 Jahren habe ich mein Manuskript über die Agentur bei HarperCollins angeboten. Ja. Dann war HarperCollins unter anderem interessiert. Es waren dann 4 Verlage, die es haben wollten und dann gab es eine Auktion. Und das ist halt, dann weiß man, okay, jetzt ist irgendwas passiert, jetzt verändert sich was. Ja. Und da ging es dann los. 2019 habe ich mich dann so Richtung Bestseller geschrieben und bin dann auch da gelandet. Ja. Toll. Mit dem Strickbuch haben wir die nächste Stufe erreicht. Ja, also das ist ja auch ein Thema, ne? Romane rund ums Stricken sozusagen, mit Anleitungen. Wie kam es dazu? Also ich stricke schon immer. Ich habe mit 6 oder 7 erst mal das Stricken und dann das Schreiben. Ja, ne? Ich habe auch mit 6 oder 7 beim Schreiben gelernt und habe da schon die ersten Märchen geschrieben. Okay. Die noch? Ja, die habe ich auch zu Hause, ja, selbst illustriert, fürchterlich. Aber die habe ich tatsächlich noch, ja. Ja. Und dann konnte ich stricken. Ich habe auch immer designt, aber ich habe noch nie eine Anleitung geschrieben. Ja. Und irgendwann dachte ich, eigentlich müsste man das doch verbinden können. In vielen Romanen sind ja Rezepte hinten drin. Ja. Mach doch mal ein Strickrezept. Ist ja auch nichts anderes. Sehr schön. Ne? Die Zutaten und wie macht man es? Dass es nicht ganz so einfach ist, habe ich dann auch gelernt. Ja. Dass es unfassbar viel Arbeit ist. Sehr aufwendig. Oh, Wahnsinn. Mhm. Ich habe letztes Jahr so viel gestrickt, dass mein unterer Muskel so ein richtiger. der ist gewachsen. Der ist durch diese Dauerbeanspruchung gewachsen. Ich habe gestrickt abends im Bett, bis die Augen zu fielen. Und manchmal haben die Hände noch weiter gestrickt. Nein! Morgens aufgewacht, aufs Strickzeug gegriffen und Blätter, damit das alles fertig wird, weil es sehr kurzfristig war. Im Traum weitergestrickt. Wahnsinn, ja. Wahnsinn, da gab es nichts anderes mehr. Da hatte ich Glück, dass ich einen strickenden Mann habe, der das mitgemacht hat. Ja. ja, und so ist es dann entstanden. Also dann kamen die Romane mit den Anleitungen hinten und dann habe ich gesagt, das ist schon toll und das wird auch super gut angenommen, aber im Roman sieht man ja keine Bilder.
Da sind die schriftlichen Anleitungen drin, ja, aber die Modelle sieht man nicht. Ja. Und ich sage, ich fände es halt schön, wenn wir diese Anleitungen aus den Romanen nehmen würden und würden die in ein Strickbuch packen. Und so kam dann diese Idee. Und so kam diese Idee und dann hat der Frech Verlag gesagt, ja, machen wir gern, aber wir würden gerne noch ein paar Modelle extra nehmen, die noch nicht, also habe ich halt mal eben noch ein paar Modelle extra gemacht, die da reinkamen. Und ich habe, was es auch so noch nicht gibt, im Strickbuch Geschichten, die in meiner Romanwelt spielen. Ich habe nichts aus den Romanen genommen und da rein kopiert. So einfach mache ich das nicht. Ja. Ich habe drumherum, also es gibt ja diesen kleinen Strickladen, es gibt die Myra, die Chloe, meine ganzen Figuren, den Loch Lomond, ja, und die leben da und meine Leser kennen die und lieben die. Und ich habe dann so kleine Anekdoten genommen, die dort passiert sein können. Könnten, ja. Jenseits der Romane. Ach, wie schön. Also, wo kommen die Ideen her für die Romane? Keine Ahnung. Man muss spazieren gehen, man muss in die Badewanne liegen und dann, die sind einfach da. Man muss den Menschen zuhören, man muss gucken. Es gibt so viel. Ich habe gestern eine Frau kennengelernt, die sagt, oh, ich bin so neugierig. Wenn ich irgendwo bin, ich muss sofort mit den Leuten ins Gespräch kommen. Ich muss die irgendwas fragen. Ja. Da dachte ich, boah, das wäre schon wieder eine gute Figur für den nächsten Roman, so eine Neugierige. Die arme Frau weiß auch gar nicht, dass sie Hauptdarstellerin ist. Das ist, wenn man halt mit einer Autorin sich unterhält, damit immer rechnen. Ja. Also sei vorsichtig. Okay. Ja. Aber du kennst es wahrscheinlich. Ich kenne es, weil meine Frau auch schreibt. Genau. Aber wie viele Seiten am Tag schaffst du? Wenn ich im Flow bin, wenn ich so richtig drin bin, dann sind es 20. Am Tag? Und normal, also ich mache mir immer, ich bin ein sehr strukturierter Mensch, da kommt dann die Beamtin durch. Ja. Ich mache mir immer eine Excel-Tabelle, habe den Endpunkt, weil ich abgeben muss und teile meine Seiten darauf, so dass ich so 5 Seiten am Tag muss, damit ich pünktlich mit Wochenende frei, das ist immer die Utopie am Anfang, und dann am Anfang läuft es nicht, dann ist mal ein Tag dabei, da ist, kommt was dazwischen, am nächsten Tag schaffe ich nur 2 Seiten und dann muss ich das nach hinten immer, dann nehme ich schon mal den Samstag dazu, irgendwann am Schluss sind dann die Sonntage auch Schreibtage, und dann sind es... Das heißt, du schreibst von A bis Z, also du schreibst von, mit, beginnst mit dem Roman und endest mit ihm, oder schreibst du kreuz und quer? Nee, ich schreibe von A bis Z. Also ich habe den Plot vorher, ich schreibe so einen groben Plot, ich mache eine Kapiteleinteilung, ich weiß, ungefähr werden es 20 Kapitel und es geht hier los und da möchte ich hin. Boah. Und dann habe ich so ein paar Punkte, wo ich schon weiß, das muss passieren und der Rest, also ich habe jetzt gerade den Schneezauber geschrieben, ich muss mal gucken, da haben wir diese tolle Präsentation, das sind die Stricklagen. Das ist ganz rechts. Ganz rechts, es erscheint jetzt im August. Das habe ich jetzt gerade zu Ende geschrieben. Da habe ich morgens die Personen noch nicht gekannt, die abends dann in meiner Geschichte gelebt haben. Nicht wirklich. Das ist so cool. Wo kommt die denn her? Ja. Und ich habe da eine, die Vivian habe ich dabei, die hat eine Geschichte im Gepäck, wo ich dachte, boah, habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Ja. Das hat sich so ergeben, das war so richtig. Und meine Agentin hat das schon gelesen. Und die meinte dann, boah, das liest sich so richtig beflügelt und ich habe so geheult. Ernsthaft? Also, sie gesagt hat? Oh. Nein, nicht, sie hat geheult. Ach, sie meinte, ja, okay. Liest dein Mann eigentlich? Vorher? Nee, eigentlich nicht. Aber er liest überhaupt? Der strickt. Er hört Hörbücher. Und er kriegt natürlich zwangsläufig alles mit, weil wenn ich in der Romanwelt gerade drin bin, dann stehe ich morgens auf, hol mir einen Kaffee, er sitzt da schon und ich muss dann, oh, jetzt ist das passiert und stell dir vor, da geht's so weiter. Und so, oh, guten Morgen. Da muss er durch. Das kenne ich, meine Frau schreibt jetzt auch ihren ersten Roman, die hat auch schon 10 Bücher geschrieben und da ist eine Figur Ludwig und ich kam neulich nach Hause und sagte, wie geht's? Und sie sagt, Ludwig ist so ein Arsch. Ludwig, und bis ich dahinter kam, ich kenne auch einen Ludwig, ich so, was hat der denn jetzt verbrochen, dass das eine Figur ist? Ja, aber genau, sie ist dann so drin so, und so kennst du das auch. Ja. Fantastisch. Ja. Was macht die Reihe der kleinen Strickladen so besonders? Also einmal natürlich, dass ich sie stricken und diese Geschichte verbunden habe, das ist es so besonders. Aber ich glaube, es bin auch, weil ich es bin, ich bin so authentisch da drin. Ja, das ist so, ich stricke selber leidenschaftlich gern und ich kann das aus dem FF einfach, das, was sie im Buch machen, das bin ich. Das ist so, das spüren die Leser. Ja. Das, ja, und ich Netzwerke auch. Ich habe eine Facebook-Gruppe mit
10.500 Follower inzwischen. Also ich glaube, und dann ist es, ich habe gestern gelesen, eine hat geschrieben, diese Bücher liegen immer parat und immer wenn es ihr schlecht geht, dann macht sie das Buch auf und krabbelt wieder in diese Welt hinein und dann geht es ihr immer besser. Wie schön. Ja, oder ich habe eine Leserin, die lag auf Intensivstation und war am Aufgeben. Und die Schwester hat ihr angefangen, meine Bücher vorzulesen und das hat ihr das Leben gerettet. Nicht wirklich. Und das ist so. Das ist ja Gänsehaut. Ja. Irre, oder? Und das ist so berührend, ja. Und das macht den Erfolg aus. Das bin 100% ich. Ja. Ich hatte gestern jemand gefragt, was hast du denn für Hobbys? Hobbys? Kenne ich gar nicht. Naja, am Strand spazieren gehen. Ja, aber das ist ja alles Arbeit. Dein Mann, der ist weg. Dein Hobby. Also, lieber stricken oder lieber schreiben? Beides. Oder lieber Leben retten? Also. Beides. Ja? Ja, beides. Aber bei 20 Seiten am Tag, meine Frau schafft 5, 6, manchmal auch nur 2, hat auch das Wochenende frei, da ist nicht viel Zeit. Nee, klar, also wenn ich so in diesem Flow bin, in den letzten 3, 4 Wochen vor Abgabe, da ist auch Stricken nicht mehr. Ich Da geht nur noch Schreiben. Wahnsinn. Da ist wirklich so, nehme ich mir dann auch das Notebook mit ins Bett und dann wird das am Buch gestrickt. Ja, genau. Geschichte wird zu Ende. Genau. Aber hast du das auch, diese Angst vorm, also wir hatten gestern ja über die Knopflochpanik gesprochen, wenn es jetzt ums Häkeln, ums Nähen, ums Stricken geht, dass viele Angst davon. Hast du diese weiße Seitenangst, dass du da sitzt und die Seite ist leer und, nee, und jetzt nicht? Nee, überhaupt nicht. Weil ich habe ja schon die Figuren habe ich schon. Ja. Die plane ich ja vorher und die fangen dann an zu leben. Und ich habe einfach, natürlich hat man auch mal diesen Moment, wo man denkt, so, oh, was schreibe ich jetzt? Ja, ganz viele 300 Seiten vor mir und wie fange ich an? Eben. Und dann fange ich an, einfach zu schreiben. Ohne, also ich mache diesen inneren Lektor, schalte ich aus und schreibe totalen Quatsch und den lösche ich dann auch wieder. Oh nein. Aber es ist egal. Ja. Ich habe geschrieben und diese Bewegung, ich habe manchmal das Gefühl, das schaltet den Verstand aus, das Unterbewusstsein mit den Fingern verknüpft und die schreiben von alleine. Ja. Und irgendwann läuft es dann. Ich habe mal gehört, Herbert Grönemeyer schreibt seine Texte so. Er schreibt erst totalen Quatsch. Er nennt es Bananentexte. Das heißt, das ganze Lied ist fertig, die Melodie ist fertig und er singt einfach irgendeinen Unfug. Irgendwas, was totaler Schwachsinn ist, auch sich nicht reimt. Aber dann hat er was und dann entsteht der Text aus dem, was er da... Ganz ehrlich, so ist es bei mir nicht. Okay. Komm, er löscht manchmal was raus, was funktioniert. Okay. Aber das kann dann schon mal passieren, dass ich dann das Seil halt sehr langweilig schreibe und das dann halt einfach löschen muss, weil ich merke, das funktioniert nicht in der Dramaturgie. Über das eine Buch wollten wir sprechen, das hattest du jetzt zurück und ich bin jetzt vom drauf. Brennnesselgarten bis zum Designergarten auf den Spuren des Glücks, das passt ja auch ganz wunderbar. Was ist das für ein Buch? Ja, ich habe erzählt, ich schreibe schon sehr lange und ich hatte zum SWR Kontakt. Wir hatten früher eine Senfmanufaktur, die haben wir nicht mehr, aber die kamen mal zum Dreh. Für die Landesschau, zum Thema Senf. Ja. Da hatten wir uns kennengelernt, die Kirsten Hubbel, die Regisseurin. Und dann rief sie mich an und sagt, schreiben Sie nicht gerade zufällig ein Gartenbuch. Super. Ich würde gerne was drehen dazu. Ja. Und dann habe ich gesagt, bis gerade eben noch nicht, aber jetzt ja. Ich fange an. Ja. Ich bin schon auf Seite 4. Genau so war es. Ja. So, okay. So ging das los. Und dann habe ich geplant, habe einen Verlag gesucht, der das mit uns gemacht hat. Das war zufällig auch top. Das hat sich jetzt gerade schön ergeben. Ja. Und habe 12 Gärten gesucht. Wirklich von dem Brennnesselgarten zum Naturgarten bis zu Harald Glücklers Designergarten. Nein. Und habe dieses, weil Glück ist so relativ. Ja, der eine sagt, um Gottes Willen sieht es hier aus und der andere sagt, oh, ist das schön. Mhm. Und das wollte ich einfach zeigen, dass jeder seine eigene kleine Glückswelt hat. Und der SWR hat mich dann bei 6 Gärten begleitet bei der Recherche. Das auch noch. Wir waren bei Johann Lafer auf der Stromburg. Mit dem SWR, wir waren bei Harald Glöckler, wir waren bei Martina und Moritz. Mhm. Schön, auch ganze Köche. Ja. Ja, das war unfassbar schön. Ja, das war auch so herzlich und so inspirierend. Und auch Johann Lava war unglaublich. Super Typ. Guter Typ. Ja. Also der hat mich auch, da war ich ein bisschen so, bin ich über meine eigenen Vorurteile gestolpert, die hat man ja auch manchmal.
Aber der war so herzlich. Ja, dann ja, natürlich. Hat sich so viel Zeit genommen. Und dann war das eine ganze Weile, ich glaube ein halbes Jahr später, war der bei uns in der Nähe zum Showkochen. Und dann dachte ich, gehe ich mal hin, ob der mich überhaupt noch kennt. Ja. Der hat mich so von weitem schon gesehen, oh, was machst denn du hier? Oh. Also der hat sich richtig gefreut, mich zu sehen. Das fand ich toll. Toll. Das kommt ja auch in deinen Büchern so rüber. Wolken, Wolle, Wales. Das ist auch ein ganz tolles Projekt. Ja, wieder SWR. Mhm. Da hat sie mich gefragt, ob ich in England... Ich gerade zufällig ein Buch über Wales schreibe. Ob ich in England recherchieren müsste, weil ich ja den kleinen Strickladen habe. Nicht wirklich. Und jetzt wollte sie aber in Wales drehen. Und der kleine Strickladen ist ja auch noch Lohmund in Schottland. Eben. Und dann musste ich einen Bogen finden, wie ich in Wales recherchieren kann. Dann hatte ich zuerst ein anderes Buch geplant. Ja. Und dann hat der Verlag gesagt, nee, das ist zu nah am Strickladen dran, thematisch. Okay. Bleib mal beim Strickladen. Ja. Und dann habe ich im zweiten Band die Chloe einfach zu ihrer Verwandtschaft nach Wales geschickt. Da ist dann der Opa leider gestorben und die Oma ist dann mit in Schottland gereist und lebt jetzt dort am Loch Lomond. Also im Prinzip ist der SWR ja schuld an vielen Büchern. Genau, so kann man es sagen. Ja. Nee, das war toll. Und die haben mich dann auch, da war ich vor der Kamera als Autorin bei der Recherche. Ja. Und hinter der Kamera war ich als Stringer engagiert. Das heißt, ich habe von Deutschland aus Planung gemacht. Welche Stationen reisen wir denn an in Wales? Ja. Wir wussten die Linie, wir wussten, es ist ja Eisenbahnromantik, also wir wussten, welche Stationen wir haben, aber was gibt es da rechts und links, was mit meinen Büchern zu tun haben könnte? Ja. Und es war unglaublich anstrengend, ja. Aber halt auch wahnsinnig inspirierend. Und da war ich auch, das sieht man auf dem Constitution Hill in Aberystwyth. Oh, schön. Haben sie mich da hochgescheucht und mich oben stricken und schreiben lassen und dabei gefilmt. Wir haben Alpakas besucht, eine Alpaka-Farm. Super. Also das waren die spannendsten 10 Tage. Ich war in einer Höhle. Das ging dann los. Ein 18-Jähriger hat eine Höhle gekauft. Für einen Pfund. Gekauft? Ja, da ist jetzt ein Höhlenbesitzer. Ja. Und das ist so eine Höhle, wo früher abgebaut wurde, wo einfach so eine richtige Geschichte dahinter steckt. Und dann sagt er, ja, dann müsst ihr aber durch so eine Röhre durchklettern. Oh, eben nicht. Also ich bin jetzt auch ein bisschen eine Erdelfe, passe ich da überhaupt durch? Dann haben wir ausgemessen. Also zu Hause probiert. Und dann habe ich mir bis vor der Höhle, habe ich mir ausbedungen, es kann sein, dass ihr alleine rein müsst, ja, ohne mich drehen. Aber die Röhre war dann groß genug. Ich kam, der Kameramann von hinten, ich kletter durch die Röhre, wirst du das wohl sein lassen, wie ich da so elegant durch diese Röhre rutsche. Großartig. Und dann war ich in dieser Höhle, ein bisschen Wasser, sagte er. Und dann so ein bisschen, ja, ging es los, 8 Grad. Und dann wurde es so ein bisschen, am Schluss ging es mir bis Mitte Oberschenkel. Super. Und er sagt, ja, es ist so kalt. Und er sagt, ach was, es ist erst kalt, wenn es gefroren ist. Nein, der hatte leicht reden, der hatte eine Gummihose an, hatte eine Jeans an. Oh Mann ey, was man da alles erlebt. Was gibt es für neue Pläne? Da sind wir nochmal beim Strickbuch. Mhm. Es gibt natürlich den Schneezauber, der jetzt als nächstes kommt. Es wird noch weitergehen mit der Strickladenreihe. Die nächsten 2 Bände sind unter Vertrag. Ja. Es wird eine neue Reihe geben, die im Frühjahr erscheint. Da gehe ich mit dem Strickladen an die Nordsee. Oh, wie schön. Und es wird neue Strickbücher geben. Es wird im Herbst, diesen Herbst, kommt eine Strickbox raus. Mhm. Da habe ich Anleitungen geschrieben. Ein Set, Tuch, Stulpen und Mütze. In dieser Box ist eine Wollschale drin und es ist das Garn drin, ein ganz hochwertiges Garn und eine Stricknadel. Und diese 3 Anleitungen und ein Teerezept von Chloe, auch aus dem Strickladen. Wunderbar. Das ist wahrscheinlich nachts im Traum entstanden. Bitte? Das ist wahrscheinlich nachts im Traum entstanden. Ja, eher beim Verlag. Liebe Susanne, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ganz herzlichen Dank für diesen Blick hinter die Kulissen. Ja, Wahnsinn. Und so schnell ist es. Ja. Auf ein weiteres. Ich freue mich auf die nächsten Bücher, auf die nächsten Anleitungen, auf die nächsten Geschichten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Dankeschön. Susanne Ostwald.